Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bioshock Remastered. Bewertet den Part und viel Spaß! Julie, meine Liebe, ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Wenn du unbedingt was von meinen Bienen willst, dann muss ich dir das Vergnügen ab jetzt in Rechnung stellen. Falls ich noch einmal rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht... Ja, meine Tage auf der Imkerschule sind lange her. Aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht. Oh, ich dachte gerade, ich muss diese. Liebe Kinder, mit ihren langen Nadeln. Au! Stimmlosen Liedern. Hä? Ihren entsetzlichen Pflichten. Ah. Und schauderhaften, frankensteinartigen Völkern. Wir alle haben mitgezogen an der großen Kette des Strebens und Erschaffens. Wir alle legen Hand an sie. Ich halte sie fest. Fontaine hält sie fest. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein, ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Nee, warte mal. So. Geh weg. Ich treffe nicht. Oder habe ich getroffen? Ich habe getroffen. Ich habe keine Panzerbrechende mehr. Scheiße. Genbank brauche ich gerade nicht. Wo ist er? Wo ist er, der kleine? Da ist er. Und jetzt ist mit denen erschrocken. Okay. Alles klar. Verbandskasten aufheben. Kleine Zeitverschwendung. Ach komm, hacken wir den mal normal wieder. Oh Gott. Ach da bitte. Ach shit, nein, nach unten. Oh. Noch einen nach unten bitte. Danke. Und nach da. Nach da. Nehmen wir erstmal nach unten. Dann brauche ich jetzt so einen und den. Oh. Sag ihnen, leb wohl! Ja, wo ist er hin? Oh, da ist er! Wie der weggeflogen ist! Alter! Wie wir ihn einfach weggeböllert haben, ey. Holy shit! Fertig. So. Kann ich mich jetzt bitte erstmal hier ein bisschen umsehen? Das wäre sehr, sehr nice. Nein, kann ich nicht. Denn irgendwo hier... Da oben. Sechs Kack-Kamera. Okay, hier haben wir sonst nichts mehr. Achso, die Kamera hatte ich, genau. Selbst im tiefsten Meer sieht der Herr alles. Ihm entgeht nichts. 5, 6, 7, 8. Wartet, kurz nachladen. Stirb! Oh, wir sind noch mehr. Okay, Moment. Treff ihn nicht. Wo ist er? Da ist er. Mann, geh doch. Was ist denn mit dir, Alter? Ja, ein bisschen irgendwie hyperaktiv, glaube ich gerade. So viel wie der sich gerade hin und her gemoved hat. Muss mal alles hier mitnehmen. Mal ein bisschen süffeln, genau. Hier war der Big Daddy. Okay, wir haben nochmal ein Tagebuch.
Heute beim Spazierengehen traf ich zum ersten Mal auf zwei von ihnen. Er, ein schwerfälliger Taugenichts in einem stinkenden Taucheranzug. Und sie, eine ungewaschene Göre in einem verdreckten rosa Kittel. Sie hatte eine ungesunde Gesichtsfarbe, grün und morbide. Ihr Verhalten war auch alles andere als angenehm, als ob sie gar nicht an diesen Ort gehörte, an dem wir leben. Ich weiß, dass Kreaturen wie diese gebraucht werden. Ich wünschte nur, sie hätten ein angenehmeres Äußeres. Ja. Ah, ich muss... Ah! Kannst du sie doch kaputt machen? Ich habe nur mal die falsche Seite angegriffen. Okay. Gut zu wissen. Warum kann man eigentlich momentan in jedem Game, was ich spiele, Alkohol trinken und sich besoffen? Das ist krass. So, ich war aber oben noch nicht fertig, glaube ich. Ich hatte hier doch noch den Weg, von dem der Big Daddy kam. Ne, genau, von hier. Hier, genau. So, hier hätte ich noch lang gehen können. Hatte ich hier noch was? Nee, okay. Oh, da! Okay. Kurz konzentrieren. Okay, jetzt bin ich hier. Und hier komme ich hier hinter. Ein Film, alles klar. Ich mache momentan gar keine Fotos, ne? Das ist ein bisschen dumm. Aber okay. Dr. Souchon, ich bin von Ihrem Vorschlag schockiert. Wenn wir die Struktur der Plasmide, die wir vertreiben, wie Sie vorschlagen, so modifizieren, dass die User dadurch anfällig für mentale Manipulation durch Pheromone werden, wäre es uns ja möglich, die Aktivitäten aller Einwohner von Rapture zu steuern. Der freie Wille ist das Fundament, auf dem diese Stadt aufgebaut ist. Allein der Gedanke daran, dies aufzugeben, ist abscheulich. Andererseits befinden wir uns ja im Krieg. Ginge es nach Atlas und seinen Schergen, würden sie uns nicht zu Sklaven machen, wenn sie könnten? Und was wird dann aus dem freien Willen? Nun, radikale Zeiten erfordern radikale Maßnahmen. Ja. Wo bin ich denn? Hier? Ich sehe aber auch nichts. Ist hier überhaupt was? Ich glaube, hier ist nichts Wichtiges, okay. Aber wir hatten hier hinten noch einen Raum. Kann ich eigentlich rüberhüpfen? Nein, wahrscheinlich nicht, okay. Och, Leute. Geh weg. Wo kommen die denn immer alle her? Jetzt mal for real? Okay. Gut, dann sind wir hier jetzt auch fertig. Erstmal in dem Bereich, sag ich mal. Ich müsste jetzt nur noch da lang gehen. Oh, ich hab Schnupfen, das ist echt ätzend. Ah. Ein destilliertes Wasser gefunden, das ist nice. Nach 10 Jahren auf dieser Müllhalde habe ich mich an einen sehr niedrigen Lebensstandard gewöhnt. Aber selbst in einem verriesenen Aquarium braucht ein Mann gewisse Prinzipien. Dieser erbärmliche Trudekühl drüben in der Whirly Winery schüttet jetzt Wasser in seinen abscheulichen Wein. Wasser! Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet, Pierre, keine Sorge, es ist destilliertes Wasser. Es könnte schon genau sein. Ich könnte einfach mehr Wasser nehmen. Wieso tragen Sie diese Masken? Vielleicht erinnert sich ein Teil von Ihnen daran, wie Sie einmal ausgesehen haben. Ja. Sie schämen sich. Da ist die Kamera. Ah. Ah gut, Rücken. Weil wir die Nase voll davon hatten, dass die Behörden den Druck auf die privaten Geschäftsleute ausüben. Hast ja recht, Mary. Aber Andrew Ryan hat... Hacken. Und da... Oh nein, geh da hin. Okay, danke. Und den da. Und den bitte da. So. So. Ne, das ist schlecht. So. 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 So.
Alles klar. Nicht einfach die Leitung übernommen. Fertig gehackt. So lange, bis Frank Fontaines sämtliche Verbrechen an den Bewohnern von Rapture aufgeklärt sind. Schon bald ist hier alles wieder normal. Wirklich? Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Denk daran, Mary. Bist du sicher? Wenn du den Regierungsrat zweifelst, unterstützt du damit die Banditen. Äh, 1948. Wir hatten noch eine Tür mit einem Code oder so, ne? Merken wir uns das mal. Das merken wir uns mal. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich hab den Code schon wieder vergessen. Moment. Haben wir noch eine Leiche mit Geld? Schön. 1948, okay. Ich glaube, ich renne dann einmal kurz zu der Tür. Wo war die denn nochmal? Ne, da müssen wir lang. Irgendwo von wo wir kommen. 1948. 1948. 1948. 1948. Geh mal. Wo war das denn nochmal? Was? Hier unten oder so? 1948. Wo war der Code? Da. Ich hab's gefunden. Alles fit. 1948. 1948. Schade. Wir hacken das einfach mal. Und da kommt das. Und ist noch... Nein, kacke. Dann muss ich das einmal hier bitte hoch. Dann mache ich das so. 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 Und so. Jetzt bräuchte ich noch einen... Waden? Geht der? Ja. Es fließt da dann nur sehr langsam durch, was ganz eigentlich... Was eigentlich ganz nice ist. Der Raum war wirklich nur dafür da, um so richtig viel Loot zu bekommen. Oh, es ist nice. So, Big Daddy. Wolltest du gleich eine neue Little Sister? Wenn ich dich mit zu so einem... Komm mal mit. Komm einfach mal mit. Hier lang. Genau. Einfach so. Insta-Headshot oder so. Stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch? Ja. Oder ein Sklave? Mensch. Würde ich so schätzen. Ach, Leute. Blut! Kommst du, Big Daddy? Komm. Das muss ich. Ah, nice. Wo sind wir hier unten? Sein Licht schlägt sogar bis in die Finsternis hier unten. Oh, Scheiße! LOL! Unser Big Daddy regelt, Alter. Unser Big Daddy regelt. Alles fit. So, ich sollte die Shotgun auch nutzen, wenn ich sie schon geupgradet habe, ne? Aber wir haben so wenig Muni dafür, dass so... explosive Schrot brauche ich alles nicht. Ja, komm. Machen wir uns einfach drei Auto-Hacker. Da will ich noch nicht lang. Was? Obwohl, ja gut, ich hätte hier runterspringen können. Da ist unser Big Daddy. Ich habe da gerade schon wieder... Genau, das geht ins Wasser. Da ist er, okay. Nein! Big Daddy! Oh ne, jetzt habe ich zwei?
Nein, okay, der spielt wie es aussieht für mich. Der eine. Nein, er spielt doch gegen mich, oder? Nee, okay. Okay, doch. Okay, Wärme suchen. Oh lol, Wärme suchen. Bringt mir das überhaupt was? Gegen den Big Daddy? Oh Gott, oh Gott. Aber mein Portemonnaie ist voll, was? Als ob ich zu viel Geld habe. Das jetzt. Okay. Ja, das war natürlich dumm, dass ich da in diese explosive Kacke reingerannt bin. Aber okay. Ich habe gerade einfach nur einen neuen Schraubenschlüssel gefunden? Warum? Ja, da vorne will der Beste sein und mit Holograf sei, sind sie das vielleicht auch bald. Sobald sie dieses unbezahlbare Gentonikum verwenden, Panel haben, haben sie auch den Durchblick. Ja. Leute, das ist unfair. Das ist echt unfair, dass ich jetzt hier drin eingesperrt bin. Warum wird das Theater dicht gemacht? Nein! Weil Krieg herrscht! Schweine! Danke! Ach, meine Güte. Achso! Oh, wir haben eine Filmrolle. Das ist natürlich nice. Sie. Aber akzeptiere ich so. So. Kann ich mich jetzt bitte hier erstmal ein bisschen umgucken? Hier hätte ich einen Big Daddy hinführen können, oder? Oh, Idun-Knopf. Das ist natürlich gerade ein bisschen unlucky. Hier ist halt so ein Little Sister. Fleck. Habe ich jetzt eine Little Sister verpasst oder so? Aber wir haben genug destilliertes Wasser, oder? Scheint so. Einfach alles mitnehmen. Okay. Ich wollte noch irgendwas glitzern sehen? Nee. Aber ich erkenne sowieso gar nichts. Alles klar. So, normalen Schrot bitte. Ich hab halt kaum Muni. Das ist halt übel unlucky. Waffen-Upgrade. Hui. MG-Schadensteigerung. So machen wir es, glaube ich. Das ist besser. Das ist am besten, glaube ich. Aber wir haben ja ein volles Portemonnaie. Das heißt, theoretisch. Hab ich da gerade noch was? Nee. Dürften wir ja. Wie bitte? Wo schmeckst du? Ich komm ran! Kann ich die noch hacken? Ja. Autohacker. Und jetzt geh weg! So, ich muss den Big Daddy einmal kapern, sag ich mal. So, und jetzt bitte. Ach, das ist so. Ja, gut. Das war so ein Automat.
Haben wir hier noch mal irgendeinen anderen Automaten, bitte? Scheint nicht so, ne? So, Leute, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.